So, hallo und herzlich willkommen einmal bei Monster Hunter for Ultimate. In der letzten Quest, die ihr, beziehungsweise Folge, die ihr gesehen habe, habe ich den schwarzen Gravios erlegt und habe dann eine neue Quest bekommen, und zwar den Azurathalos. Oh, ich möchte es nicht verheimlichen, und zwar habe ich ihn eben schon mal probiert und bin da leider gescheitert, weil die Zeit abgelaufen ist. Wieso, werdet ihr gleich sehen. Habe ich alles dabei? Ich habe gegessen. Ich habe Potion, Mega Potion, Antidote. Ja. Versuchen wir hier Flashbombs zu benutzen. Das ist zwar nicht so gut. Oh, ich könnte noch, glaube ich, Farbbälle bauen. Habe ich nämlich eben ziemlich viele verbraten. Wo seid ihr denn? Lalalala. Ja, das sind alles farmbare Items, deswegen, also kann ich in seiner Farm anbauen. Deswegen hat man davon eigentlich immer genug. So, das wollen wir auch reichen. Da sind sie. Also Dungbomben habe ich auch dabei, die sind sehr wichtig bei der Quest. Kann ich jetzt schon sagen. Erstmal ein Kältetrank. Wo haben wir angefangen? Ich glaube. Gott, ich gehe mir auf jeden Fall erst eine Sparkasse. Ja, in der letzten Quest habe ich es auch mit der Gunlance probiert, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert. Jetzt probiere ich es einfach mal mit diesem guten Stück hier. Das ist der Uschla d'Ora Hammer. Den bekommt man aus diesen antiken Scherben. Da hat man jetzt zwei Pfade, beziehungsweise manchmal sogar drei Pfade. Ich weiß nicht genau, wie das. Oh, hier sind sie nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich ihm eben begegnet bin. Da kam eigentlich direkt ein Video. Nö. Ja, ich bin direkt im richtigen Gebiet gespawnt eben und dann kam halt direkt das Video. Keine Ahnung, wo die stecken. Ups. Aufgehen. So. Ich glaube, in einem vulkanischen Gebiet war nicht. Die Quest ausgewählt. Ja. Du warst aber. Vielleicht kommt das Video jetzt auch gar nicht mehr. Mal sehen. Ja, es kommt tatsächlich nicht mehr das Video. Warte. Werde ich gleich über die Galerie nachholen. Ah, es geht das Rumgefliegen wieder los, ja. Komm auch nicht ran. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Muss mal die Dinge auspacken. Na ah, super. Ach toll, ey.
Schnell wegrollen, der schießt mich direkt den Feuerball einzuspielen. Ah, der Gegner ist so nervig geworden, ich sag's auch nicht. Aber wahrscheinlich sehen das viele Leute auch anders. Also ein 3 Ultimate war nicht so schlimm. Sagen wahrscheinlich viele, auch ein 3 Ultimate war noch viel schlimmer. Weil es ihn da schon gab, ich weiß es gar nicht. Mit dem normalen Rat, das gab es auf jeden Fall. So. Hau ab, Drecksvieh. Oh, hau ab, lass mich in Ruhe. Ah, es läuft schon viel besser als eben mit der von Linz. Aua. Natürlich. Er liebt es, das zu tun. Ich beschreibe mich erstmal hier. Ich sammle den Shiny da oben noch irgendwo ein. Schon weg? Ja, da ist er. Flashbomb hier auspacken. Macht keinen großen Sinn, ihn so zu bekämpfen mit Hammer. Oh, toll, ey. Das hat er eigentlich auch nicht so oft geschafft früher. Also einen so im Laufen. Och, was war das denn bitte jetzt? Ach, hör auf. Och Mann, kein Punkt. Und da fliegt er auch schon wieder. Och toll. Ach, verdammt. Ja. Diesen Teil, die Katzen ist diesmal zuverlässiger als vorhin. Nichts klappen bei dem Vieh. Oh, jetzt rennt es schon weg, oder? Huch, Maddox hat es gestaggert, sehr nice. Schade. Da war noch ein Shiny irgendwo. Hier hebe ich mir auch. Vielleicht ist aber Gutes drin. Wohl eher nicht. Schärfen müsste ich auch. Ah, ja. Ja, toll. Muss ja sein. Ein Redo plus aus dem Nichts. Das bewegt sich wirklich unterbrochen, dass die, wenn es in der Luft ist. Das ist so nervig. Fuck, so. Gott. Ziemlich erschöpft, wie es gerade aussieht. Wenn der Balken, der blaue Balken unten schon so voll ist, da hake ich doch durch, so. Ah, jetzt habe ich ein bisschen weggedrückt. Schaff mal, ich treffe jetzt noch. Ja. Ach, danke. Nein, das ist mal setze mich wieder in Brand hier. Nein. Na, ja, Maddox und Meko machen gerade ein dickes High-Lied. Ich schmeiß das Lied. Das erhöht sogar die Max und Max Leben und Max Endurance. Amina. Oh, was hat es denn jetzt gemacht? Das Rumgefliege nervt einfach so derbe. Mein Gott, ey.
Also echt übertrieben diesmal, finde ich. Ein Kunststück auf dem Rücken. Oh Gott, nein! Oh. Wieder raufklettern, super! Ja, wie ihr seht, habe ich Freude am Rad an was. Erstmal die Scheine hier. Ja, danke schön. Juhu, meine ich nicht suchen. Ah. Er fliegt weg, toll. Das ist auch viel schlimmer als früher. Oh, die grünen Scheine sind alle weg. Oh, da, doch, da sind sie auch noch. Komisch, gerade waren sie irgendwie weg. Da. Hier unten war noch eins. Bitte? Hallo? Okay, das scheint wirklich weg zu sein. Na, no, es frisst natürlich und ich bin jetzt da. Ja, toll. Wie ist es gibt ein Shiny. Oh, es ist wahrscheinlich direkt wieder im Rage-Modus. Oh, Seregius ist auch da. Ja, das ist nämlich eben, war es direkt von Anfang an da. Da kam auch eine kleine Zwischensequenz. Oh, jetzt bin ich falsch gelaufen, glaube ich. Ne, doch richtig. Ach, ein Shiny. Ach Gott! Ach verdammt, Ding! Jetzt nicht, was das soll. Komm ich hier nicht rauf? Doch, Gott sei Dank. Nein. Und nicht springen. An der Kante hängen geblieben. Ah, das ist jetzt. Kotz, Kratz, oh, verflucht. Oh oh. What the fuck? Ja, dann so viel an der Wand herum. Merkwürdige Manöver. Na, ah, es bringt nichts. Ich denke, ich muss versuchen, es mit der Flashbomb wieder runterzuholen. Ja, es sprintet man alles, ey. Früh hat's gereicht. Jetzt hat's einen derben Aimbot. Und Feuerball. Ah, ja, wie ist es nicht getroffen, aber. Der Follow-up zum Ach, ich bleib einfach liegen. Nee, will nicht. Oh. Ah, mein Gott, ey. Und jetzt ist Regius nämlich blicken. Ups, jetzt bin ich dran. Oh, bin ich gar nicht getroffen. Oh. Nein. Jetzt bitte. Oh, ist er gelandet, ey. Der Kampf kotzt mich nur noch an. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie einfach euch drauf, keine Ahnung. Ich sterbe gleich hier. Ich bin Bock mich zu heilen. Stirb! Endlich, dummes Drecksvieh. Wer? Nee. Okay. Oh Gott, ich bin tot. Oh ne, er fliegt weg. Dann eben nicht. Nerviger Kampf noch. Und für Ultimate fand ich den Kampf ganz interessant. War auch schon herausfordernd, also für mich zumindest.
das da? Oh, ich habe nicht gepainted. Ich meine, wird eine 2 sein, hoffe ich mal. Ah. Ah, das hatte wieder so einen Giftclown-Angriff. Oder? Oh, hab da Schwanzspitze getroffen. Was macht der denn da? Jetzt macht er seinen Giftclown-Angriff. Ich muss unbedingt Kältetrank trinken auch noch. Und jetzt macht er seinen Feuerball. Schnell weg. Oh, dieses blöde Windkacke, ey. Ey, ständig, ey. Oh, ich dachte seine Stufe. Ah, zum Bilder wenigstens. Boah, kotzt mich der Kampf an. Mir geht direkt schlafen, auch nicht schlecht. Der können wir sich da mit unserem Pennen. Den fange ich einfach direkt. Kein Bock noch weiter gegen ihn zu kämpfen. Ja, ich habe mir auch schon ein ganz Light Bauerland-Set gebaut. Bin gespannt, wie das dann gegen den Azuren Rathalos und seine Vertreter ist. Mal sehen. Im Moment ist es einfach nur stressig. Irgendwie mit Hammer, Gundens war eigentlich schon eine höhere Reichweite, aber hat mir auch schon nicht so viel Spaß gemacht, weil echt wirklich dauernd am Fliegen ist und dann auch manchmal auch total ausrastet in der Luft und keine Ruhepausen einlegt. Also zumindest sehe ich keine Openings quasi. Eiskampf, wirklich. Switch-X könnte ja noch gut sein. Auch eine große Höhenreichweite. Keine Ahnung, ja. Ich denke, am besten werden Fernkampfwaffen sein. Mal sehen. Wenn ich mal ein Z habe dafür. Noch nicht mal ist hier eine Hülle. Ach, Hülle geht eh nicht. Oder Rubin oder so bekommen. Ach man, ey. Und Tschüss. Mal sehen, was es Neues gibt. Schlimme, ich brauche noch Sachen von dem G-Rank. Ich hasse dieses. Einfach nur. Oh, ich muss auch drücken hier. Ich dachte, jetzt sei gerade am Laden. Oh, Maddox ist Level 17. Nice. Mal sehen. So, so wäre es ein automatisches Gespräch, die ich liebe. So, also. Well done, good hunter. Well done. How good it is to have you back. Danke, toll. Freue mich auch. Indeed, your safety is the true reward. But these new developments are distressing. Another Seregius has appeared in the Volcanic Hollow. Not just there. According to reports from the Dragonseer, these beasts have been showing up all across the land. Clearly some kind of anomaly? Don't know, has occurred.
Which has changed this habitat. Oh, I think we can say that with certainty? Ist das certainty? Was richtig geschrieben? Keine Ahnung. The one you encountered while trying to capture the Radian was just the tip of the barrier tusk, so to speak. Oh, die filmen sich auch, den Barrier, und weiß der mir noch lieber als dieser Rathenus. Ja, ja. Wir könnten die Stadt angreifen. Wir müssen entschlossene Aktionen unternehmen. Ja, ja. Gut. Das sind zwei der von diesem Ace-Team, Ass-Team, keine Ahnung, wie man es nennt im Deutschen, sollen das untersuchen, und es widerspricht der Commander von denen. Wir müssen nicht in diese Gefahr senden. Mhm. Oh. Okay, Materialsammelquest. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, muss keine Materialien sammeln, sondern irgendwas im Vieh schauen. Und das hat die Materialien, dann würde ich sagen. Einen Brutalquest. Brachialtik. Juhu. So. Dann habe ich noch ein Gespräch in der Versammlungshalle, glaube ich. Nein, wo ist das? Verflucht. Weg aus der Versammlungshalle, schnell. Cool. Hier einer der Händler vielleicht. Hier auf der Treppe. Ach ja, die Wache. Hallo? Krumble, krumble. This could not have come at the worst time. Oh, good day, Hunter. I apologize if I seem to be born. I was lost in my thoughts. Would you spare a minute to listen to an old story? Many years ago, a Ian Garuga found its way to the arts. Due to the monster's rarity, hunters from all around Dandorma set out to catch sight of it. I, of course, was one of them. But to my disappointment, I was not fortunate enough to witness the creature myself. However, as luck would have it, has shown itself again after all these years, of course. Unfortunately, given the nature of my position, I'm not at liberty to pursue the monster myself. I have sworn an oath to guard the Elder Hall and cannot leave my post. Hunter, would you find the creature in my stead? If I cannot see it with my own eyes, I would at least like to hear of its magnificence. I trust you will share tales of your encounter with the beast upon your return. I have filed a request with the Guildmarm. It's called Hunting. Keine Ahnung. I'm a new Depth Hunter. Natürlich, das mache ich. Ich werde es mir anschauen. Hier war noch etwas. Ja, hier. Lady. Bla, bla, das will ich ja jetzt gar nicht lesen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wenn wir Leben riskieren. Ja, ja. Jetzt will ich gehen. Was ich noch vergessen habe.
Ja, das Video wollte ich noch zeigen. Das am Anfang der Quest kam, die ich eben absolviert habe. Weil da habe ich sie ja ein zweites Mal machen müssen, deswegen kam das Video jetzt anscheinend nicht mehr. Mal sehen, ob ich es finde hier. Ja, Lavi. Nein, 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 nein. Was ist denn? Nein, ja, das ist es. Ja, macht CQ. Ja, das war das Video. Das Ganze lief dann so ab, dass ich mir dachte, mache ich erst den Regius, aber es hat dann alles ziemlich lange gedauert. Dann habe ich am Ende den Rathalos leider nicht mehr hinbekommen. Außerdem bin ich zweimal gestorben, weil ich zu voll war zum Heilen. Naja. So, ich persönlich verabschiede mich dann erstmal an dieser Stelle. Danke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.